Sehen unglaubliche Momente, die live gefilmt wurden. Es gibt diese Momente, die so krass sind, dass man sie nur glaubt, wenn man sie mit eigenen Augen erlebt hat. Es gibt diese Momente, die sind so krass, die hat man mit eigenen Augen erlebt hat, muss man haben. Oder wenn sie auf Kamera festgehalten worden sind. Genau 10 solcher Momente wollen wir euch nämlich heute zeigen. Wir präsentieren euch unter anderem unfassbare historische Aufnahmen, komplett gestörte Fails und sogar Momente, die so selten sind, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes mit einem 6er im Lotto zu vergleichen sind. Es wird also wirklich krass, deshalb bleibt dran hier. Bin ich der Einzige, der auf TikTok noch tanzende Revis sieht? Digga, ich hab TikTok aufgemacht, Alter, das erste Clip, ich sehe, ist der hier wieder viral gegangen. Ach, und schreibt uns doch mal in die Kommentare, was das Krasseste ist, was ihr jemals auf Kamera festgehalten habt. Mein Schwanz. Wir sind gespannt. Auf der Nummer 10 beginnen wir direkt mit einem lebensgefährlichen Weltrekordversuch, der einen sprachlos zurücklässt. Es geht dabei um den Sport Slacklining, bei dem man eigentlich nur ein Seil zwischen 2 Bäumen aufhängt, um darauf zu balancieren. Und dann in der Kölner Innenstadt extrem nervig ist. Allerdings verwandelte der Extremsportler Spencer Seabook 2050 diese harmlose Aktivität in eine unglaubliche Extremsportart. 2050 hat er das gemacht. Sportler Spencer Seabook 2050 diese harmlose... Ah, natürlich, Digga, der hat das in 2050 gemacht, okay. Crazy, Digga, crazy. ...lose Aktivität in eine unglaubliche Extremsportart. Mhm. Er wollte nämlich den Weltrekord des höchsten Slackline-Solos aller Zeiten brechen. Dafür befestigte er eine 64 Meter lange Slackline in 209 Metern Höhe zwischen 2 Felsen in Kanada... Das ist eine gute Idee. ...um dann in schwindelerregender Höhe einen neuen Rekord aufzustellen. Ja. Während solche Stunts eigentlich nur von absoluten Profis mit Sicherheitsseilen durchgeführt werden, wollte Seabrook jedoch noch einen draufsetzen und riskierte dabei sein Leben. Warum? Er balancierte nämlich ohne Sicherungsseil. Zunächst schien das jedoch keine gute Idee gewesen zu sein. Nach einigen Startschwierigkeiten schaffte Seabrook am Ende jedoch das Unglaubliche und legte die vollen 64 Meter unbeschadet zurück. Chillige Idee, wirklich. Als nächstes kommen wir zu einer historischen Aufnahme, die einem klar macht, welche Risiken Menschen eingehen, wenn sie in großer Not leben und von einer besseren Zukunft träumen. Zur Zeit der deutschen Teilung hofften nämlich viele Bürger der DDR auf ein angenehmeres Leben in Westdeutschland und versuchten, oft auf lebensgefährliche Art und Weise, in die BRD zu fliehen. Auf diesem Video sieht man, wie 3 Männer und eine Frau versuchten, durch die Spree von Ost nach West-Berlin zu schwimmen. Nachdem sie bereits unter Todesangst über den Grenzzaun ins Wasser gesprungen waren, kam es jedoch zum großen Schock, kurz bevor sie das rettende Ufer erreichten. Donald Trump ist mit seiner Yacht gekommen. Aus dem Nichts näherte sich nämlich ein Boot der Grenzpolizei, auf dem sich bewaffnete Soldaten befanden, die den Finger bereits am Abzug hatten. Nachdem es zunächst die 3 Männer in letzter Sekunde zum Ufer geschafft hatten, blieb nur noch die fliehende Frau zurück, die keine Kraft mehr hatte, sich am Ufer hochzuziehen. Sie wurde erschossen. Da direkt hinter ihr das Polizeiboot lauerte, sah es zunächst so aus, als ob sie wieder zurück in die DDR gebracht werden würde. Allerdings war dann ein westdeutscher Passant zur rechten Zeit am rechten Ort und zog die Frau an Land. Hätte man diese Flucht nicht gefilmt, würde man vermutlich davon ausgehen, dass sie aus der Fantasie eines Autors stammt. Nein. Weiter geht's mit einer Panne, die sich so keiner vorstellen konnte und die absolut niemand erwartet hatte. Es geht um die wohl konstanteste deutsche Fernsehsendung. Hier war so die Sendung von Knossi, oder? Die Tagesschau. Ach so. Seit 1952 wurden unzählige Folgen der Nachrichtensendung gesendet. Zwar gab es immer wieder kleinere Pannen der Moderatoren, was am 29. Dezember 2020 passierte, ging jedoch in die Geschichte ein. Dieser Tag war nämlich der erste, an dem die Tagesschau wegen technischer Probleme live während der Sendung abgebrochen werden musste. Es ist eines der größten Krankenhäuser Brandenburgs, das Karl-Thiem-Klinikum in Cottbus mit rund 1200 Betten. Doch die
Nachdem die Show zunächst noch normal begann, gab es bereits nach wenigen Sekunden die ersten Tonprobleme, weswegen der Redaktion nichts anderes übrig blieb, als die Sendung endgültig abzubrechen. Wenige Minuten darauf startete die ARD dann einen zweiten Anlauf. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Sie haben es vorhin gemerkt, wir mussten unterbrechen. Wir hatten eine technische Störung. Mhm. Allerdings war dieser genauso katastrophal wie der erste. Also so unglaublich ist es jetzt nicht. Also, meine Damen und Herren, auch der zweite Anlauf hat nicht funktioniert, was immer dahinter stecken mag. Ich, wenn ich einfach keinen Hoch bekomme. Wir müssen an der Stelle leider abbrechen, weil wir den Ton oder die Beiträge oder beides nicht hinbekommen. Auf der Nummer 7 kommen wir zu... Was für ein crazy Moment. Einem Fail, der sich ganz konkret um eine Kamera dreht, bei dem sich der Betroffene jedoch im Nachhinein wohl wünscht, dass es diese Kamera nie gegeben hätte. Für diesen Fail reisen wir zurück ins Fußball. Jahr 2011, als in der Fußball-Bundesliga der FC Köln gegen Eintracht Frankfurt spielte. Ausgerechnet bei diesem Spiel kam erstmals in der Weltgeschichte eine TV-Kamera zum Einsatz, die nicht nur extrem krasse Aufnahmen machen sollte, sondern vor allem unglaubliche 600.000 Euro wert war. Cringe, Dehners Kamera ist teurer. Nach dem Sieg der Kölner und dem damit hätte ich nie geglaubt, wenn es nicht aufgenommen wäre. Einhergehenden möglichen Abstieg der Frankfurter waren einige Fans der Eintracht so aufgebracht, dass sie kurzerhand den Platz stürmten und für tumultartige Szenen sorgten. Besonders krass wurde es, als die Ordner und Polizisten kurz diesen Ausschreitungen feststellen durften, dass ausgerechnet die 600.000-Euro-Kamera kurz und klein getreten wurde. Wer jetzt jedoch denkt, dass die Polizei unter den hunderten Randalierern niemals den Täter finden würde, hat sich getäuscht, denn die Polizei hat einfach alle Fans im Fußballstadion zusammengeschlagen. Der täuscht sich. Kurz bevor er die Kamera nämlich zerstörte, warf ein Mann namens Florian F. noch... Ah, man erkennt ihn hier sehr gut. Das ist Florian F. Man erkennt ihn hier sehr... Das ist der Täter. Das hier ist der Täter. Man kennt ihn extrem gut. Man kennt ihn extrem gut. Man erkennt ihn. Also das ist er. Wir suchen nach diesem Mann. Wir suchen nach diesem Mann. Wir suchen nach diesem Mann. Ich glaube sogar, ich habe hier auch noch ein anderes Bild von ihm. Ja. Ja, das ist eins zu eins die gleiche Person. Das ist eins zu eins die gleiche Person. Ich erkenne ihn ganz genau. Auch einen tiefen Blick ins Objektiv, weswegen es danach ein Kinderspiel war, ihn wegen Sachbeschädigung zu verurteilen. Hier wurde also ein waschechter Fail auf Kamera festgehalten. Ein waschechter Fail! Auf der Nummer 6 kommen wir zu einer Aufnahme, deren Story so abgedreht ist. Achtung! Schnallt euch an, Chat. Dass sie selbst in den verrücktesten Cartoons und Comedy-Serien nicht stattfinden würde. Denn hätte es hier keine Kameraaufnahme gegeben, würde sie wirklich niemand glauben. Im Jahr 2012 wurde in der amerikanischen Stadt Idlewild in Kalifornien nämlich ein Politiker der etwas anderen Art zum Bürgermeister gewählt. Okay. Und zwar ein Hund namens Major Max. Oh mein Gott, gut, dass das jemand gefilmt hat. Das ist ja so crazy. Mann, das ist so crazy. Gut, dass das jemand gefilmt hat. Da Idlewild allerdings keine autonome Stadt mit eigener Regierung ist, sondern von einer größeren Kommune verwaltet wird, war es in diesem Jahr möglich, einen inoffiziellen Bürgermeister ohne exekutive Macht zu wählen. Dementsprechend schlug ein Umweltverband damals Major Max vor, der kurz danach mit Wahlsprüchen und öffentlichen Auftritten dem Volk vorgestellt wurde. Als Major Max letzten Endes sogar gewählt wurde, machten sich die lokalen Medien einen Spaß daraus, ihn so wie einen richtigen Politiker zu behandeln und veröffentlichten Breaking-News-Beiträge und berichteten über seine erfolgreiche Wahlkampagne. Digga, stell dir mal vor, der ist irgendwo mit so einem Treffen von anderen Bürgermeistern und fickt die einfach. All das sorgte am Ende dafür, dass die wohl verrückteste Bürgermeisterwahl aller Zeiten im Internet wie... Die haben... Danke für $15. Dankeschön für die $15, Dono. Das sind $15. Dafür habt ihr einen großen Check gemacht. Der große Check hat $20 gekostet, Digga. Danke an Mint Mobile und die $15 Spende für an Major Max. Wirklich sehr, sehr gut. Viral ging und Idlewild seitdem inoffiziell von einem Hund regiert wird.
Weiter geht's mit einem Video, das gut, zeigt, dass man sich bei komplizierten Bauvorhaben lieber an Profis wenden sollte, die komplexe physikalische Fragestellungen angemessen lösen können. Okay. Als dieser Mann nämlich auf eigene Faust ein Silo nur mit einem Hammer zum seitlichen Einstürzen bringen wollte, passierte etwas, was so wohl einmal bei einer Million Versuche passiert. Aus dem Versuch, das Silo zu entfernen, ist in diesem Fall also erstmal nichts geworden. Als nächstes kommen wir zu einem atemberaubenden Moment, der kurz davor stand, richtig schief zu gehen. Achtung! Dass Paragliding nämlich ohnehin schon ein extrem gefährlicher Sport ist, muss man wohl kaum noch jemandem erklären. Was jedoch kaum einer weiß, ist, dass der wohl angespannteste Moment nicht im Flug, sondern kurz vor dem Start stattfindet. Wenn man nämlich von einem abschüssigen Berg aus startet, kann der Paragliding-Schirm schon bei kleinen Windböen losfliegen, ohne dass der Glider selbst die Kontrolle hat. In diesem Video sieht man, wie ein Paraglider aus dem Nichts von einem Ministurm überrascht wird, der ihm fast das Leben kostet. Zum Glück schafft er es jedoch noch rechtzeitig, die Kontrolle zurückzuerlangen, allerdings hätte dieser Moment aber auch ordentlich nach hinten losgehen können. Es war ganz knapp. Weiter geht's mit einem extrem kuriosen Gerichtsmoment, der 2019 nicht nur viral ging, sondern vor allem einen wahnsinnig cleveren Richter zeigt, der einen Schuldigen argumentativ komplett auseinandernimmt. In diesem Fall geht es um einen Mann namens Chris McNabb, der eine sehr schlimme Tat an einem Baby verübte. Die Tat, die er verübte, war sehr schlimm. Er ist der Mäbetäter. Vor Gericht wurde er dann gefragt, wie jemand bestraft werden sollte, der so etwas Grausames tun würde. You claim you're innocent, so you tell me what sentence the man or woman that you claim did this should receive. Er antwortete dann, dass man den Täter um jeden Preis ins Gefängnis stecken müsste. If you ever find out who did them, they deserve to be under the jail. Zwar beteuerte McNabb zuvor seine Unschuld, er wusste jedoch nicht, dass er aufgrund von DNA-Spuren bereits zweifellos als Täter überführt wurde. Dementsprechend nahm Richter McNabbs Aufforderung, den Schuldigen zu einer langen Haft zu verurteilen, beim Wort und steckte McNabb quasi auf eigenen Wunsch hinter Gitter. Okay, also wenn der jetzt gesagt hätte, der soll 1 Million Euro bekommen, hätte der Richter dem 1 Mio gegeben oder was? On the crime of malice murder, I sentence you to life in confinement without parole. Concerning the death of another, I sentence you to 10 years. Für die Nummer 2 reisen wir von den USA nach Aserbaidschan, genauer gesagt in die Hauptstadt Baku. Dickes Junge. Hier entstand vor einigen Jahren nämlich ein viraler Moment. Ist das eine U-Bahn? Der weltweit. Digga, what the fuck? Hallo? Ach du Scheiße. Für Verwunderung. Was ist denn jetzt gerade passiert? Das war gerade extrem verwirrend alles. Sorgte. Das Video zeigt nämlich diesen Güterzug, der scheinbar ohne Schienen oder Schranken völlig unkontrolliert über eine 7-spurige Autobahn fuhr und somit den Verkehr aufhielt. Was? Lange wurde gemutmaßt, dass das Video ein Fake sei, jedoch stellte es sich als echt heraus. Wie? Hintergrund des Clips war nämlich ein bizarrer Bahnübergang mitten in Baku. Der Zug in dem Video fährt nämlich tatsächlich über Schienen, die fast unsichtbar in die Straße eingelassen sind und somit einen Bahnübergang bilden, der keinerlei Mauern oder Warnsignale hatte. Natürlich. Inzwischen wurde der Bahnübergang übrigens anders geregelt, die Gefahr ist also aus der Welt. Digga, chillig. Auf der Nummer 1 kommen wir zu einem Moment, der mit einem Sechser im Lotto zu vergleichen ist. Okay. Und zwar genau, weil es um einen waschechten Lottogewinn geht. Okay. Während die meisten Lottogewinner jedoch am liebsten anonym bleiben wollen, entschloss sich der dänische Familienvater Paul Hjortboll dazu, seinen Söhnen auf ganz besondere Art von seinem plötzlichen Reichtum zu erzählen. Dafür stellte er eine Kamera im Wohnzimmer auf und sagte seinen Söhnen, dass er eine kleine Menge Geld in Höhe von $35,000 gewonnen hätte. Aber $200,000. Er schenkte den beiden dann etwas Bargeld und iPads. Allerdings begann in diesem Moment der Spaß erst richtig und Paul Hjortboll setzte immer weiter einen drauf. Kurz darauf sagte er nämlich, dass es nicht 35.000, sondern über $90,000 Gewinn sei. Langsam begannen die Söhne auszuflippen und konnten ihren Augen nicht trauen.
Sie töteten den Vater eigenhändig. Allerdings hatte der Vater auch bei den $90,000 gelogen, weswegen er wenige Sekunden später die tatsächliche Summe nannte. Mit einem Gewinn von $2,7 Millionen brachte er seine Jungs also nicht nur zum Ausrasten, sondern einer von den beiden ist auch gestorben. Sondern seitdem vermutlich auch zu einem sehr angenehmen Lebensstil. $2,7 Millionen, oh, oh, wie viel, oh, so viel Geld, oh. Fick mal auf, fuck mal. Oh Gott. Und das war's auch schon mit unserem Video und 10 unglaublichen Momenten, die auf Kamera festgehalten wurden. Schreibt uns gerne mal in die Comments, welchen Moment ihr am heftigsten fandet. Ansonsten liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat.